Diese Schätze hier lassen Liebhaberherzen höher schlagen. Wer sich am Wochenende einen Weg durch die Göttinger Festhalle gebahnt hat, der wurde zwischen Miniaturmodellen aller Art sicher fündig. Mittendrin sind Manfred Lübeck und sein Sohn Adrian. Und die haben nur Augen für ganz bestimmte Modelle. Wir sind zusammen unterwegs, Sohnemann eher so, sage ich mal, mit einem Quadraten der Modelleisenbahn. Der ist so fasziniert von der Elektrik einer kleinen Eisenbahn. Und heute bin ich auf der Suche nach einem speziellen Container. Das ist so ein Werbemodell und das ist ein Henschel. Und da wollte ich mal gucken, ob ich den hier finde. Ganz so einfach ist das allerdings nicht. 35 Aussteller aus ganz Deutschland zeigen hier ihre Modellschätzchen. Und die meisten Aussteller und Besucher sind aus einem ganz bestimmten Grund hier, um ihre Kindheitserinnerungen aufleben zu lassen. Früher war es so, da wurde zu Weihnachten die elektrische Eisenbahn aufgebaut. Da hat man Merkel im Fleischmann Tricks Eisenbahn und es gab ein paar Viking-Autos dazu. Nach Weihnachten wurde die Eisenbahn eingepackt und kam auf den Dachboden und wurde erst nächstes Jahr wieder rausgeholt. Aber die Viking-Autos, die durften die Kinder das ganze Jahr über benutzen. Seit über 20 Jahren findet die Modellbörse hier in Göttingen statt und ist mittlerweile zu einer echten Institution geworden. Über die Jahre sammeln sich etliche Modelle auf deutschen Dachböden an. Und wenn man hier fündig werden will, muss schon mal die ein oder andere Kiste durchsucht werden. Das ist nicht ganz genau der, das ist also kein Container, das ist ein Kofferlastzug, aber natürlich auch schön so aus den frühen 70er, End 60er Jahren. Leider auch nicht ganz heile, weil er ihm fehlen hier die Aufliegerstützen. Zum Konzept der Modellbörse gehört neben dem An- und Verkauf auch die Möglichkeit, den Wert der Modelle schätzen zu lassen. Und nicht selten wiegt der ideelle dann doch schwerer als der finanzielle Wert. Schon erstaunlich, was für Raritäten man hier entdeckt. Die Frau brachte mir dieses Blechauto, Wert zwischen 300 und 900 Euro. Es handelt sich, wie man hier sieht, um ein Hessmobil. Es hat ein Schwungrad, da dreht man drauf und dieses Rad dreht sich und dann wird das Auto abgesenkt und dann fährt es. Ungefähr 1910, die Frau sagte, das war so das wie das Familienerbstück. Und da wir immer Ausstellungen machen, fragte sie, ob wir auch mal Blechautos ausstellen. Sag ich, gern. Und sie hat wirklich uns ans Herz gelegt, dass wir das Auto übernehmen. Sie sagt, ich will kein Geld dafür haben, das Kaffee reicht mir. 2 Stunden und viele Rundgänge später ist Manfred Lübeck doch noch fündig geworden. Ja, was ich noch gefunden habe, ist jetzt so ein Opel Kapitän bei jemandem, der hat tatsächlich vorwiegend Märklin. Und ja, ein Container ist es nun nicht mehr geworden, aber dieses schöne Teil hier verlängert auch nochmal die Sammlung und macht Spaß. Gekostet hat es schlappe 8 Euro und vielleicht ist ja bei der nächsten Modellbörse im April dann der heiß begehrte Container dabei.